برو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسم وهابي نعم برو، ايش بك يا وهابي؟ سلفي نعم مسيت صفا محمد بن عبد الوهاب نش فيل. ich habe auch nur eine Frage. wie nicht viel ich habe nur eine Frage an dich. ist nicht ein Regulär für das Islam oder nicht? Bruder, ich habe nur eine Frage. Du kannst sie beantworten oder Ich nicht will erstmal wissen, beantworten. wer du bist. Ich bin Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ich Welche bin Volk der Ahlussunnah? hanafitischen Rechtsschule. Hanafitische Rechtsschule. Ja. Nach welchem Verständnis? Die der Deobandis, der Sufis, der Brelvis, von welcher Rechtsschule? Da genau habe ich keine Richtung. Wie Ich folge kann? einfach nur der hanafitischen Richtung, Ja, unter welchem Rechtsschule. Verständnis? Von wem nimmst du deinen Glauben? Ich kann dir sagen, ich Von nehme meinen Allah Glauben, wie nehme man das ich auf meinen Arabisch macht. Glauben. Ich Was? habe auch nur eine Frage. Du hast die Frage nicht beantwortet. Wer ist dein letzter Prophet? Mein letzter Prophet? Ja. Wer ist dein letzter Prophet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kann danach ein Prophet überhaupt kommen? Nein. Nie wieder, ne? Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, nein. Und was mit Isa alaihi wasallam? Der war ja schon da. Ne, wieso? Nee, du hast gesagt, nach ihm kommt nie wieder, ohne Wenn und Aber. Ja, er war ja schon da. Kommt er nicht in der Endzeit? Es wird keinen neuen Propheten mehr geben, ja. Ja, nee. Warte mal, eine Sekunde. Du hast gesagt, nach ihm, Du hast jeder. deine Frage noch nicht Eine beantwortet. Sekunde. Wer Ja, ist dein letzter Prophet? der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der letzte gesetzgebende Prophet. Du hast jetzt gerade gesagt, nach Ist dem auch für Propheten dich sallallahu. so? Warte mal, du hast gerade gesagt, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es ohne Wenn und Aber keinen Propheten. Okay? Jetzt Keinen neuen sagst du, Propheten, ja. einen neuen Propheten? Keinen neuen Propheten. Okay, eine Frage. Wenn ich sage, ich Isa verlasse alaihi jetzt meine salam war ja schon Geburtsstunde. da. Eine Sekunde, das macht keinen Unterschied. Weil trotzdem wird er der letzte Prophet sein, der auf der Erde sein wird, der letzte Prophet sein, der mit den Menschen sprechen wird, der letzte Prophet sein, der seine Aufgabe erfüllt und der letzte Prophet sein, der sterben wird. Das macht keinen Unterschied, was du gerade sagst. Weil Ja, wie letztendlich, wenn ich kommst du sage, drauf? ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich sage, ich gehe jetzt aus meinem Zimmer raus, danach kommt niemand mehr. Ich bin der Letzte in meinem Zimmer gewesen. Kannst du dann noch damit rechnen, dass jemand aus meinem Zimmer kommt? Ja oder nein? Ich stell die Frage nochmal. Nein. Ja oder nein? Ich habe die Frage nicht akustisch verstanden, sag mal nochmal. Wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, ich Ja. sage, ich bin der Letzte im Zimmer gewesen, nach mir kommt niemand mehr. Ja. Kannst du dann damit rechnen, dass jemand kommt? Nein. Okay, gut, Khalas, Sache ist gegessen. Was ist gegessen? Ich habe dir nur deine Frage beantwortet. Ich sage dir, dass wenn du da sagst, dass nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam es gar keinen Propheten gibt, okay, dann bist du unehrlich, weil du glaubst daran, dass Jesus in der Endzeit kommt, der ein Prophet sein wird. Ob er alt Ja, oder daran neu ist, glaube macht ich. keinen Unterschied. Nein, ob er alt oder neu ist, macht keinen Unterschied. Wenn du sagst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Letzte und Khalas, dann bleibt doch Khalas und dann kann Isa alaihi wasallam kein Prophet sein in der Endzeit. Guck mal, Isa alaihi salam hat schon seine Aufgabe als Prophet erfüllt. Er wird ja nicht zurück als Prophet kommen, um irgendwas Ja, wieder zu wird er zurück erklären als oder Prophet so. kommen? Er wird nur kommen, um zu sagen, was die Christen falsch gemacht haben. Warte mal, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, wieso sollte er wieder zurückkommen und dann noch irgendwas machen? Wenn er seine Aufgabe Er hat erfüllt seine hat. Auf Nein, oder verdreh mir nicht die Worte, Jan. Du Ich hast, habe ich nehme gesagt, nur deine Worte. er hat seine Aufgabe als Prophet erfüllt. Okay, ist er dann kein Prophet mehr in der Endzeit? Das kann man ja nicht wissen, eigentlich nicht, nein. Doch, in Sahih Muslim steht, dass er immer noch ein Prophet sein wird. Das macht keinen Unterschied. Du Zeig merkst mal es jetzt in die dir sogar. Quelle. Zeig mal die Sahih Quelle. Muslim 2937a, Google. Viermal wird der Zeig Prophet mal, zeig verlassen. mal. Ich habe schon so oft. Schau dir meine Videos an. Ich nenne dir sogar die Quelle. Schreib auf. Sahih Muslim 2937a. In der Überlieferung geht es über den Messias in der Endzeit, wo er seine Aufgaben erledigt. Und da nennt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Messias viermal Nabiullah, Prophet Allahs. Deshalb meine ich, schau dir die Videos an. Ich habe das bereits alles erklärt. Stellst gerade die Fragen, die jeder Zweite mir jede 2 Sekunden stellt. Ohne es böse zu meinen, beschäftige dich erstmal damit. Du kannst nicht mit einer einfachen Frage hochkommen und sagen, ich widerlege den jetzt. So Nein, einfach. ich habe dich nicht widerlegt. Ich wollte schon nicht widerlegen. Ich habe einmal nur ganz normal gefragt, wer ist der letzte Okay. Prophet? Du hast Wir sagen, gezögert. aus unserer, nee, ich habe nicht gezögert. Ich sagte, ich habe dir eine Frage beantwortet. Aus unserer Sicht ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte gesetzgebende Prophet. Nach ihm kann es keinen Propheten mehr geben, der eine neue Scharia bringt oder die Scharia verändert, weil der Islam ist die letzte Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der die Propheten besiegelt. Okay, er ist, der sie authentifiziert. Deshalb auch Siegel. Du benutzt ja ein Siegel, um zu authentifizieren. Okay? Das ist unser Glaube. Also glaubt ihr nicht an irgendeinen anderen, der danach kommt? Doch, Ich habe gehört. dass der Messias in der Endzeit, dass er bereits erschienen ist und das ist Mirza Ghulam Ahmad. Das sagen wir. Eben jenen Messias, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat. Aber sagt ihr jetzt nicht, also ich habe, was ich gehört habe über Ahmadiyya ist,
dass sie an einen Propheten nach unserem Propheten glauben. Also das heißt direkt nach ihm. Guck mal, die Gelehrten sind sich einig, okay, dass nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam es keinen Propheten geben kann, der ein neues Gesetz bringt oder der nicht aus dieser Umma stammt. Das ist die Aussage der Gelehrten des 1400 Jahren Geschichte, okay? Ich habe die Quellen, ich habe dazu YouTube-Videos gemacht, wo ich die Quellen sogar eins zu eins auf YouTube gezeigt habe, okay? Was jetzt das Thema angeht, wir sagen, Isa a.s. ist tot. Okay? Laut uns, laut dem Koran, laut der Sunna ist Isa a.s. laut unserem Verständnis tot. Und wenn jemand tot ist, lieber Bruder, kann er dann wieder zurückkehren? Isa a.s. ist nicht gestorben. Ja, aber ich meine, wenn jemand stirbt, kann er zurückkehren? Ein Mensch, der nicht stirbt, kann nicht zurückkehren, aber Isa a.s. ist nicht gestorben. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, wenn jemand stirbt, kann er wieder zurückkehren? Was habe ich gesagt? Ein Mensch, der stirbt, kann nicht wieder zurückkehren. Okay, gut. Also Okay. Isa a.s. ist aber ja nicht gestorben, deswegen Laut geht's ja uns, nicht. laut dem Koran, laut der Sunna ist er bereits verstorben. Laut den Gelehrten ist er gestorben. Laut welchen Gelehrten ist Isa a.s. Okay, warte, gestorben? wollen wir den besten Gelehrten des Korans nehmen? Wie meinst du den Besten? Wer ist der Beste, Der deiner Prophet Meinung nach? sallallahu alaihi wasallam, haben wir ihn Ist nicht? das der Beste, deiner Meinung nach, oder der Meinung von vielen? Der Beste ist der Prophet Mohammed nicht für dich der beste Gelehrte bezüglich des Korans? Doch, warum unser Prophet ist der Beste, falls du den Ja, meinst? dann nehmen wir Ich mal glaube, du den meinst besten. jemand, Ja. der einen Tafsir jetzt macht. Nein, ich meine jetzt den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sein eigenes Wort. Okay, und was ist sein Wort? Öffne Also mal das von wem wurde sein Wort überliefert? Bukhari. In Okay, seinem Sahih. sag. In Kitab al-Tafsir in Surah al-Ma'idah. Bezüglich dem Vers, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Weißt du, worüber ich gerade spreche? Nein. Das ist der Vers, Surah 5, Vers 117 und 118. Okay? Da geht es darum, dass Allah Isa a.s. an Qiyamah befragen wird. Okay? Und da sagt Isa a.s., ich habe ihnen nur gesagt, dass sie dich anbeten sollen. Und ich war so lange Zeuge unter ihnen, solange ich unter ihnen weilte. Doch als du mich sterben ließest, warst du der Wächter über sie. Isa a.s. sagt zu Allah, ich habe denen nur Tawhid beigebracht. Doch dann, wo du mich sterben ließest, wo ich gestorben bin, warst du der Zeuge bei sie. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu diesem Vers des Heiligen Korans ein Tafsir gegeben. Okay? Der hat dazu ein Tafsir gegeben, der ist im Kitab al-Tafsir in Sahih al-Bukhari. Und hat diesen Vers für sich verwendet. Jetzt meine Frage, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Himmel oder ist er, also mit seinem Körper oder ist er gestorben? Er ist mit der Seele im Himmel. Ja, aber er ist gestorben, richtig? Mit dem Körper ja. Und genau das, Isa alaihi salam. Genau dasselbe. Und das kannst du in Kitab Aber al-Tafsir Isa sehen. a.s., guck mal, das Ding ist, Isa a.s. ist ja nicht gestorben, er wurde von Allah emporgerufen. Er ist nie gestorben. Selbst dieses Emporgehoben ist ein falsches Verständnis. Soll ich dir auch sagen, wieso? Wo ist Erzähl. Allah? Wo ist Allah? Allah hat keinen Ort und auch keinen, also man kann Allah keinen Ort zuschreiben. Okay. Weißt du, wie der Vers wortwörtlich geht mit dem Erheben, Emporheben? Sag's wortwörtlich. Bal Allah, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Ne? So heißt es ja der Vers wortwörtlich. Ja. Wenn Allah ihn zu sich emporgehoben hat, zu sich, ne? Wie kann das funktionieren, wenn Allah keinen Ort und keine Zeit hat? Du verwechselst da was. Was denn? Du kannst ja nicht sagen, er hat keinen Ort und Zeit und deswegen gilt das nicht. Wenn du diesen Vers wortwörtlich nimmst, wie du da gerade sagst, mit er wurde emporgehoben, okay, dann musst du auch das sich wortwörtlich nehmen. Die Ortsbeschreibung musst du auch wortwörtlich nehmen. Wie kann Allah ihn zu sich erheben, wenn Allah keinen Ort und keine Zeit hat? Jetzt erklär Aber guck mal, du weißt ganz genau, dass anstelle von Isa a.s. Judas gestorben ist. okay, warte. Hat Allah die Juden getäuscht? Er hat die getauscht. Ja, aber die Juden dachten ja, das wäre Jesus, richtig? Ja. Okay. Hat Allah die Juden getäuscht? Ja. Also Astaghfirullah. die da waren, hat er getauscht. Getäuscht. Warum sagst du Astaghfirullah? Ist Allah ein Täuscher? Er hat die Juden getäuscht. Ja, es ist egal, ob der jetzt die Juden alleine getäuscht hat oder nicht. Ist Allah ein Täuscher? Er hat sie glauben lassen. Er hat sie glauben Das lassen. macht es nicht besser. Was macht sich besser? Du Sprich kannst zu mir nicht Wörter. Ende. Bruder, pass auf, wie du redest. Du kannst mir nicht irgendwelche Wörter in den Mund legen. Du hast gerade selber gesagt, dass er getäuscht hat. Er hat die Juden getäuscht, habe ich gesagt. Was Okay, haben die Moment. Juden gemacht? Was haben die Juden gemacht? Darf ich dich was fragen? Sind Juden gläubig? Ich? Ob die Juden gläubig sind?
Ja, sind Juden gläubig? Nein, glaube ich, sind sie nicht. Warum hat Kannst du Allah mich irgendwas ihnen fragen? diese Erscheinung gegeben, dass Hat er Judas nicht. Jesus wäre? Hat er nicht. Soll ich dir sagen, wieso? Darf ich? Erzähl. Wenn jemand ein, wenn du etwas stiehlst, was bist du? Was? Wenn du etwas stiehlst, was bist du dann? Ein Dieb. Wenn du jemanden ermordest, was bist du dann? Ein Mörder. Wenn du jetzt jemanden täuschst, was bist du dann? Ein Täuscher. Okay. Ist Allah ein Täuscher nach deiner Meinung? Er ist, du kannst nicht sagen, dass er ein Täuscher ist, weil der, wenn er jetzt Juden getäuscht hat. Wieso? Du Vielleicht hast war ja es auch kein gesagt, du hast Täuschen, vielleicht war es eine Irreleitung, weil die es nicht vielleicht, anders verdient haben. weiß nicht, du sagst ein und dasselbe, versuchst jetzt nur Synonyme zu verwenden. Du hast gerade selber gesagt, Allah hat getäuscht. Du kannst aber dich auch nicht an einem Wort festklammern. Das ist, Kannst du? Täuscher, Täuscher ist kein Name von Allah. Du kannst nicht sagen, er ist ein Ja, Täuscher. das ist ein Attribut des Satans, deshalb. Und nachdem du das zugegeben hast, ich habe eine Frage. Kann ich dich was fragen? Was willst du Kannst du mir einen fragen? Beweis, kannst du mir einen Beweis für den Islam geben, nachdem du jetzt Allah, Astaghfirullah, so ein Attribut zugeschrieben hast? Beweis mir Ich mal hab den Islam. gesagt, ich kann so ein Attribut nicht Allah zuschreiben, habe ich Okay, gesagt. okay. Dann musst du aber diese Interpretation musst du wegschmeißen. Weil Du hast mir, du hast die Frage gestellt mit, ob Allah Juden getäuscht hat. Richtig? Du hast mir die Frage gestellt. Du hast sie extra Ja. so gestellt, dass ich dann sage, er wäre ein Täuscher. Nein, okay, guck mal. Dann erklär du, was passiert ist am Kreuz. Erklär du mal bitte. Ich bin ruhig, ich lasse dich aussprechen und wenn du fertig bist, dann rede ich. Okay? Soweit, guck mal, belehre mich des Besseren. Soweit ich weiß, ist nicht Isa alaihissalam gekreuzigt worden, sondern Judas. Und Isa alaihissalam wurde in den Himmel emporgehoben. Wenn du fertig bist, sag aber Bescheid, ich will dich ausreden lassen, deshalb. Und damit hat er die Menschen da, also die Menschen haben sich davon täuschen lassen. Du kannst nicht sagen, Allah hat die getäuscht. Die Menschen haben sich davon einfach täuschen lassen. Bist fertig? Ja. Okay, Bruder, wollen wir diesen Gedanken mal ausspielen, was es für Konsequenzen hätte, wenn man daran glaubt? Und deshalb haben wir eine andere Interpretation von den Ich sag Dingen. immer noch Allahu Alim. Okay, ja, ich erkläre dir aber aus unserer Sicht. Du wolltest ja unsere Sicht verstehen, oder? Ja. An Yawm al-Qiyamah wird Allah jeden befragen, richtig? Dich, mich, meine Taten, deine Taten, richtig? Ja. An Yawm al-Qiyamah wird auch bestimmt die Juden nach vorne holen, die versucht haben, Isa a.s. zu kreuzigen, richtig? Ja. Jetzt wird Allah den Juden sagen, was habt ihr versucht, mit meinem Isa a.s. zu machen? Er wird sie ja befragen, über all die Taten, die sie gemacht haben. Er wird jeden befragen. Richtig. Und dann werden die Juden sagen, ja, er hat beansprucht, Prophet zu sein. Und laut dem Alten Testament ist derjenige, der am Kreuz stirbt, ein Verfluchter. Okay, das steht ja im Alten Testament bei denen in der Bibel. Jetzt sagt Allah aber, nee, nee, warte mal, das war nicht Isa, sondern das war Judas, der so aussah wie Isa. Ihr habt gar nicht ihn ermordet. Was werden dann die Juden sagen? Die werden sagen, oh Allah, das wussten wir nicht. Für uns war das Jesus. Du hast uns ausgetrickst, du hast uns getäuscht. Nein, 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 So. nein, nein. Die hatten es schon vor, die hatten mit der Intention, Jesus zu töten, wollten die das machen. Das kann Das man war nicht ändern. Das kann man nicht ändern. mit der Intention, Jesus zu töten, aber wieso die Kreuzigung und wieso nicht die Steinigung? Sie haben einfach dafür sich einfach entschieden, sie haben es ausgeführt. Soll ich dir sagen, was der Das Unterschied ist ist? deren Sünde gewesen. Soll ich dir sagen, was der Unterschied ist und weshalb es ein Test war für Jesus von seitens der Juden? Erzähl. Natürlich hatten die einen Hass gegenüber Jesus, das stimmt, das ist klar. Aber die haben ihn deshalb kreuzigen wollen, weil wenn er am Kreuz stirbt, dann hätten sie allen Grund gehabt, jeden Grund gehabt, ihn abzulehnen. Weil dann wirst du ein Verfluchter. Ein Prophet kann ja kein Verfluchter sein, richtig? Ja. Und deshalb haben sie auch immer wieder gesagt, komm runter, wenn du wahrhaftig bist. Du bist doch so hier, Sohn Gottes, du bist doch Prophet und so weiter und so fort. Das war für sie ein Test. Also Jesus hat nie gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Ja, natürlich nicht. Ich meine, wenn du die Schriften anschaust. Die haben ja Welche deshalb Jesus Schriften kreuzigen. meinst du genau? Von Wenn du der dir Bibel meinst du? unter anderem. Die Juden wollten Jesus am Kreuz sehen, weil hätte das überlebt, dann ist er wahrhaftig. Dann ist er wirklich ein Prophet. Dann hat ihn Allah gerettet. Aber wenn er da stirbt, dann haben die Juden jeglichen Grund, Jesus abzulehnen. Weil dann ist er ein Verfluchter und ein Prophet kann ja kein Verfluchter sein, oder? Also hast du dich gerade selber widerlegt. Habe ich nicht? Wo? Du hast gerade selber gesagt, wenn er am Kreuz gestorben wäre, dann hätten die Juden jeden Grund, ihn abzulehnen. Richtig. Ja, also, dann hast du dich gerade Wo? selber ins Womit? Ausgeschlossen damit. Womit?
Du hast, guck mal, du siehst das nicht. Du bist so Wo blind, habe du ich das siehst denn? das nicht. Zeig mal, Du hast wo. gerade erklärt, Ja? wenn Jesus am Kreuz Ja? Ja? gestorben wäre, Ja? dann hätten die Juden jeden Grund, ihn abzulehnen. Ja? Ich glaube Also, nicht daran, aber dass er Jesus ist, am Kreuz gestorben ja, ist. aber er ist nicht am Kreuz gestorben. Ja, weil er Du es hast gesagt, überlebt er hat. wäre, wenn es so wäre, dann hätten sie einen Grund, ihn abzulehnen. Aber sie haben keinen Grund, ihn abzulehnen, da er nicht am Kreuz gestorben ist. Aber wenn Jesus am Kreuz war, Jesus war Guck ja. mal, Guck mal, du hast eben, du verstehst den warte, Gedankengang. ich wiederhole, was du Ich gesagt erklär's hast. dir. Warte, warte, ich wiederhole, was du gesagt hast. Ich erklär's dir. Du hast Bruder, den du kannst Gedankengang diesen nicht Livestream verstanden. wiederholen und abschließen, dann kannst du wieder hören, was du gesagt hast. Du Ich hast weiß, was ich genau gesagt das habe. Ich gesagt. wiederhole es sogar nochmal. Ich habe gesagt, Okay. wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann hätten die Juden jegliches Recht, ihn abzulehnen. Okay? Jetzt erkläre ich dir, was du nicht verstanden hast. Ich habe deinen Gedankengang von deiner Interpretation weiter ausgeführt. Ich habe gesagt, was die Konsequenz das hat an Yawm al-Qiyamah, dass die Juden dann Allah vorwerfen können, wir wussten es nicht. Okay? Wir wussten es nicht. Für uns sah es aus, als wäre Jesus gestorben. Weil vor denen, Allah hat ja sie getäuscht, laut deiner Sicht, war ja Judas am Kreuz, der aussah wie Jesus. Du Ich bist hab, derjenige, der die also ich Juden habe dir nie ausgelegt. gesagt, dass Allah jetzt irgendwen getäuscht hat. Diese Aussage ziehe ich zurück. Ich sage, Okay. die Aber haben sich selber täuschen lassen. wie haben sie sich täuschen lassen? Sie hatten schon vorher vor, also sie hatten ihn schon da aufgehängt. Aber Allah hat es halt getauscht mit ihm. Die haben ja nicht Judas da hingebracht und hingepackt, es wurde getauscht. Hatten die Juden irgendeine Möglichkeit zu erkennen, dass es nicht Jesus war, ja oder nein? Guck mal. Die wollten Jesus töten, das ist das Ja oder Einzige, was nein? zählt. Ja Sie oder hatten die nein? Intention, ihn zu töten, und sie Hatten dachten, die sie haben ihn Juden eine getötet, Möglichkeit zu bis erkennen, zum dass es nicht Schluss, und sie haben Jesus nicht bereut. Sie war? hatten bis Hatten die jetzt, Juden? bis zum Tod haben sie gedacht, dass sie Jesus umgebracht haben. Ja, Von und meiner wieso dachten Sicht sie aus, das? okay? Wieso dachten sie das? Wieso dachten sie das? Wie? Weil sie die Intention hatten, Jesus zu Nein, nein, töten? nein, nein, Das? nein. Wieso dachten sie, dass sie Jesus getötet haben? Nicht wieso, guck mal, lass mich mal erklären. Nein, nicht Wenn wieso. Doch, klar, wieso? Erzähl mal. Die Juden die Intention hatten, Jesus zu töten, Isa, und dahin gehen und das machen, und das spielt dann auch keine Rolle mehr, wer das war oder wer nicht. Sie hatten die Intention dazu und sie haben es ausgeführt, und sie waren in dem Glauben immer noch danach, dass es Jesus Seit gewesen wann ist. wird, seit wann wird in der Scharia schon für Intentionen in der Welt bestraft? Nein, nicht für die Intention. Sie hatten die Intention, haben sie ausgeführt, die Intention. Ja, nee, 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 Da haben ist die es. anscheinend ja nicht, weil das war ja nicht Jesus. Da haben die ja nichts ausgeführt. Nein, sie haben gedacht, es wäre Jesus, und wenn es jetzt Jesus gewesen wäre, hätten sie ihn Ja, umgebracht. aber wieso dachten Sie, das wäre Jesus? Erklär mir doch mal, wieso dachten Sie es? Du verstehst meine Frage nicht. Beantworte doch einfach meine Frage, dann verstehe ich dich. Ich verstehe das schon. Ich weiß schon, was du redest. Ich kann Deutsch. Wieso dachten Sie, das wäre Jesus? Wieso sie das dachten, liegt an denen. Nein, 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 Das wie? liegt an Es liegt an denen. denen. Wieso? So einfach kannst du es nicht machen. Du kannst Wieso jetzt nicht dachten Juden Sie, es ist verteidigen, Jesus? ja, ne, weißt Was? du. Du kannst jetzt Ich nicht verteidige Juden die Juden verteidigen. nicht. Ich verteidige die Juden nicht. Die Juden, die dort anwesend waren, sind verflucht gewesen. Aber jetzt erklär mal, wieso dachten die Juden, es wäre Jesus? Die kennen doch Jesus, die haben doch mit ihm gelebt. Wieso wussten die das nicht, dass es nicht Jesus war? Weil Judas die Gestalt von Jesus hatte. Und wer hat ihm diese Stadt gegeben? Allah. Okay, hat Allah jetzt dadurch die Juden getäuscht, ja oder nein? Allah hat nicht die Juden getäuscht, die Juden haben sich täuschen lassen. Von wem? Von der Gestalt. Ja, und wer hat die Gestalt gegeben? Allah hat die Gestalt gegeben, aber Allah hat sie nicht getäuscht. Bruder, ich glaube, du solltest lieber runtergehen. Es bringt nichts, weil du bist unehrlich. Du bist unehrlich. Verzeihung, Bruder, aber das ist nicht ehrlich. Und das passiert, hätten die gestern die Typen und die Typen gestern wussten, was sie auf was sie sich einlassen. Deshalb wollten die gestern diese Frage nicht beantworten. Die gestern haben deshalb nicht beantworten wollen, weil sie ganz genau wussten, ich werde genau das mit denen machen. Deshalb haben die immer versucht, das Thema zu wechseln, zu ändern oder sonst was. Das wäre gestern mit den Wahhabis passiert. Jetzt versteht ihr, was ich mit dem vorhabe. Wir Ahmadi-Muslime glauben nicht daran, dass Isa alaihi salam am Kreuz gestorben ist. Jeder, der daran glaubt, dass Isa am Kreuz gestorben ist, ist ein Kafir und außerhalb des Islam. Weil Allah gesagt hat, er ist weder getötet worden noch gekreuzigt. Die Juden haben selber versucht, ihn vorher umzubringen. Hat nicht geklappt. Weil Allah auch im Heiligen Koran sagt, وَقَتَلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ. Die haben sehr oft versucht, die Propheten mit Unrecht zu töten. Dann sind sie mit Isa a.s., nachdem sie alles versucht haben, was sie wollten sie den finalen Test machen, die Kreuzigung. Denn wenn er an der Kreuzigung stirbt, wenn er gekreuzigt wird, okay, wenn er gekreuzigt wird,
dann ist er ein verfluchter Gottes laut dem Test, laut der Bibel, okay, laut der Schrift der Juden, okay? Wenn aber Jesus überlebt, dann wäre er wahrhaftig. Daran zu glauben, dass Isa a.s. ausgetauscht worden ist mit jemand anderen, ist ein Angriff auf Allah. Deshalb bin ich dagegen. Deshalb sage ich dagegen. Deshalb bin ich ein Feind von dieser Ansicht. Ich greife Allah nicht an. Uxum, das ist der heilige Koran. Der ist mehr wert als mein gesamtes Leben. Der ist mehr wert als mein gesamtes Leben, das Leben meiner Familie, das Leben von jedem einzelnen Menschen. Okay, aus meiner Sicht. Wir verteidigen den Koran. Diese Ansicht, die sie verbreiten, das spricht gegen den Koran. Das spricht gegen Allah. Deshalb bin ich dagegen. Und dieses, das erschien ihnen nur so, das habe ich bereits erklärt, weil laut der Bibel Isa a.s. am Kreuz nicht gestorben ist. Er hat es überlebt. Deshalb sagt Allah, es erschien ihnen nur so. Und ich habe dazu Videos auf meinem TikTok, wo ich ganz genau erklärt habe, ey, er ist nicht gestorben. Laut der Bibel hat er es überlebt. Er durfte nicht sterben. Das hat Jesus selbst prophezeit. Und genau das war jetzt ein Exempel. Ein wirklich Musterbeispiel, weshalb die Typen und die Clowns gestern immer mich unterbrochen haben, immer beleidigt haben, immer die Themen gewechselt haben, sonst was. Aus diesem einzelnen Grund, weil sie ganz genau wussten, wenn sie einmal ehrlich jetzt antworten, werden sie den Islam ablehnen müssen. Weil diese Interpretation satanisch ist. Diese Interpretation spricht gegen den Koran. Man ist nicht verflucht, wenn du am Holz hängst. Du bist erst verflucht, wenn du am Kreuz stirbst. Deshalb haben auch die Juden in der Bibel gesagt, als Jesus am Kreuz schon war, meinten die, komm runter, wenn du wahrhaftig bist. Wieso denn? Wenn da schon das Hängen alleine schon ausreicht, dass man verflucht ist. Wieso haben sie dann gesagt, komm runter, wenn du wahrhaftig bist? Und das war ein Musterbeispiel, was ich mit diesen fünf Clowns gemacht hätte. Aber jeder kann sich die Debatte anschauen. Und meine Ansage, nimm das gerne auf. Nimm das gerne auf. Jeder Ahmadi, die nimmt das auf und lädt das hoch. Meine Ansage, entweder Islam verstanden oder Bello MT, hier Dash MT, der sich seit 7 Monaten versteckt. Ich mach's nochmal, guck mal, wir machen die Ansage und dann verbreitet es. Gestern habe ich euch herausgefordert. Ich habe ein Video hochgeladen. Ich habe gesagt, kommt auf meinen YouTube-Kanal, lasst dort reden. Okay, lasst dort reden. Weil ich wusste, ihr werdet mich nur unterbrechen. Ich bin gestern extra bei euch ins Stream reingegangen. Eine Stunde lang habe ich mit euch gesprochen. Wie? Ich wurde von euch unterbrochen. Ihr habt die ganze Zeit Themen geändert, habt die ganze Zeit hysterisch angefangen zu lachen, habt wirklich Tag Team gespielt, indem ihr den einen hochgeholt habt, den anderen hochgeholt habt, wolltet, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung haben. Okay? Aber ihr habt es nicht geschafft, meine einfache Frage zu beantworten. Deshalb lade ich euch ein. Egal wer. Entweder Islam verstanden oder Dash MT, der sich seit 7 Monaten eh versteckt, langsam habe ich Mitleid mit dem. Seit 7 Monaten gibt er keine Antwort, aber wenn seine ganzen anderen Kollegen sind, dann ist er schon so ruhig in der Ecke und sagt dann nichts mehr. Und Hamdi, der mich auf Instagram blockiert hat. Okay? Wenn du doch sagst, Hamdi, du bist doch so der Sektenwiderleger, lass uns auf YouTube miteinander diskutieren. Wir regeln Zeiten fest, halten eine Debatte auf meiner Plattform, wo ich dich aussprechen lasse. Meinetwegen kannst du sogar ein bisschen mehr Zeit haben als ich. Okay, du kannst sogar ein bisschen mehr Zeit haben als ich. Ich brauche weniger Zeit. Und wir sprechen, ob Isa a.s. laut dem Koran am Leben ist oder nicht. Wenn ihr Männer seid, dann nehmt das an, verteidigt eure Lehre. Aber nicht zu fünf, zu sechs, wo ihr immer gegenseitig diese Masche habt, dass ihr jemanden unterbricht, wenn der eine in der Zwickmühle sitzt. Wenn ihr sagt, Allah ist ein Täuscher, dann könnt ihr den Islam ablegen. Weil dann ist, guck mal, wie versteht ihr das nicht? Versteht das Argument nicht? Guck mal, wer einmal zugibt, dass Allah täuscht, ich sag euch, was für ein ekelhaftes Argument. Astaghfirullah. Man kann keinen Beweis mehr bringen für die Wahrhaftigkeit des Islam. Weil dann kann jeder Koranvers kann eine Täuschung sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Guck mal, dass überhaupt, dass ich sowas aussprechen muss, weil es so ein satanischer Glaube ist. Das tut mir im Herzen. Astaghfirullah, dass man sowas glauben kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte eine Täuschung sein, seine Aussagen könnten eine Täuschung, Astaghfirullah könnte eine Täuschung sein, Koranverse könnten, also alles könnte eine Täuschung sein. Man kann an nichts mehr glauben. Deshalb kann Allah nicht. Allahs Eigenschaft ist Al-Haq. Er ist die Wahrheit. Wie kann die Wahrheit gleichzeitig eine Täuschung eingehen? Die Täuschung, ein Täuscher ist ein satanisches Attribut. Es ist ein satanisches Attribut, Bruder.
Deshalb kann Allah nicht getäuscht haben. Und deshalb ist diese Interpretation, dass jemand anderes am Kreuz war und Jesus einmal heimlich in den Himmel genommen worden ist, das ist Astaghfirullah, das spricht gegen Gott. Das spricht gegen Allah. Ich spreche doch nicht dagegen, weil ich Bock drauf habe. Ich habe die Überzeugung, dass Isa a.s. nicht am Kreuz gestorben ist. Er hat sie überlebt. Er ist nicht getötet worden. Sie haben ihn versucht zu töten, generell. Wie sie versucht haben, die anderen Propheten zu töten. Hat nicht geklappt. Dann wollten sie ihn kreuzigen. Hat nicht geklappt. Er hat überlebt. Und das laut der Bibel. Laut der Bibel. Ich habe dazu Videos auf TikTok hochgeladen. Zwei 10-minütige Videos, wo die laut der Bibel Isa a.s. überlebt. Kann Allah Menschen in die Irre leiten? Nein. Nein. Er kann sie in die Irre gehen lassen, ja. Er kann sie aber selbst nicht in die Irre leiten, weil es gegen seine Attribute geht. Gegen sein Wesen selbst. Nein.